Übrigens waren wir vor 3-4 Tagen schon mal hier. Schon die ersten Schwungsachen hergebracht. Moni das erste Mal dabei gewesen. Ist nicht ganz so gut gelaufen für mich. Sie fand, es war nicht so gut aufgeräumt. Aber naja, wir werden sehen. Man glaubt ja gar nicht, was man doch so alles noch so über Winter zu Hause hat und was noch alles zum Boot muss. Und unser Auto ist jetzt nicht unbedingt ein kleines vom Innenraum her, aber schaut euch das mal an. Geht doch, oder? Also von hier hin sieht es auch nicht besser aus. Rettungsinsel, alles Mögliche. Moni ist auch dabei. Die Karre ist voll. Nicht mit meinen Schuhen, sondern mit Werkzeug und anderen Sachen. Man darf nicht alles glauben. Ne? Ja, das ist ja nun auch nicht irgendwie mal, ne? In einer Woche. Gerade von meinem Bruder Herz abgeholt, die Stimme kennt er schon. Von Transocean-Filmchen. Die haben wir gestern noch gemacht, weil wir ja keine Schranktüren haben im Salon. Und damit die Gläser beim Segeln nicht mal rausdengeln und all das, was so in diesen regalartigen Schränken ist, kommen jetzt diese Brettchen davor. Na, gestern noch gebastelt, muss jetzt noch irgendwie da rein. Wird schwierig. Ja, letztes Mal mit dem Auto nach Borkum und danach kommen wir nächste Woche nochmal wieder und dann wird's ernst. Jetzt geht's aber auch wirklich los. Noch einmal kurz. Okay, bis gerne. Schöne Woche. Scheibe sauber machen. Ne? Und das ist der Grund, warum wir für Renate leider keinen Platz haben. So. Angekommen in Borkum. Übrigens, heute ist Samstag, der 7. Mai. Und sind im Hafen. Ja, schau da. Da hinten liegt Hiato.
Und genau heute in einer Woche werden wir von guten Freunden hier hochgefahren. Dann bleibt nämlich unser Auto zu Hause. Und dann warten wir auf ein Wetterfenster, müssen vielleicht noch ein bisschen was machen am Boot. Weil du wisst ja, so richtig fertig ist man ja nie. Und dann geht es los. Zum Glück unglaublich. Man hat so lange drauf hingefiebert, aber jetzt geht's doch los. Übrigens waren wir vor 3-4 Tagen schon mal hier. Schon die ersten Schwungsachen hergebracht. Moni ist das erste Mal dabei gewesen. Ist nicht ganz so gut gelaufen für mich. Sie fand, es war nicht so gut aufgeräumt. Aber naja, wir werden sehen. Bis später. So, sieht noch gut aus. Kuchenbude ist noch drauf. So, was ist ein Moni, ne? Oben macht's ja auf. Oben, unten. Lass mal einen alten machen. Jetzt haben wir die letzten Schwung. Bringen wir jetzt her, Außenborder, die neue Rettungsinsel. Und der ganze Kram, darum ist das Auto so voll. Und wir bleiben jetzt noch bis Montagabend. Heute ist Sonnabend. Bis Montagabend. Machen noch ein bisschen weiter klar Schiff im Boot, dass wir da drin nochmal wieder filmen können. Und Montag fahren wir dann nach Hause. Dann bleibt unser Auto auch in Burgdorf. Und heute in einer Woche, wie gesagt, bringen uns die Freunde, die Kumpels, die Freunde hier wieder rauf. Und dann wird es echt ernst. Boah, da, wenn man so drüber nachdenkt, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr das schon mal gemacht habt oder so. Schon ein komisches Gefühl. So viele Jahre drauf hingefiebert, die Idee, Boot kaufen, das Boot für unsere Verhältnisse zurecht machen, allen noch mal dran und es ist immer alles weit weg. Und jetzt plötzlich ist man so kurz davor. Boah, das ist schon echt komisch. Aber ich muss jetzt erstmal weiter reinräumen, weil Moni möchte weitermachen. So, nach 2 Tagen innen drin aufräumen, nur 2 Tage, geht's jetzt außen weiter mit sauber machen. Moni schon voll am Start. So, immer noch Montag, früher Abend, so 17 Uhr, haben heute ja das Schiff geputzt, habt ihr ja vorhin schon gesehen, sind bis aufs Cockpit, also eigentlich ist Cockpit auch schon, aber vorhin kam so um 2:30 der Kekutmann, der seit 3 Jahren bei uns so eine Stelle machen will, außen am Boot. Wir waren gerade fertig mit dem Saubermachen und waren drüben beim Kaffee trinken, beim Gerald. Dann gehen wir mittags und nachmittags immer Kaffee trinken. Und dann klingelt mein Telefon, kommt der Gekutmann, der seit 3 Jahren das da machen will. Und hat gefragt, wo wir sind. Und hat schon angefangen zu schleifen, draußen. Da, wo Moni schon sauber gemacht hat. Und so ein Berg Gekut lacht. Nach dem Kaffee trinken habe ich Moni erstmal alleine hingehen lassen. Ich habe noch ein Täschchen weiter getrunken, aber erstmal abgewartet.
Ende vom Lied ist auf jeden Fall, wir können jetzt das letzte Finish vom Saubermachen nicht fertig machen. Wie immer gibt es natürlich ein paar Probleme. Wir fahren ja am Boot, da ist das so. Und zwar will ich euch das mal kurz zeigen. Wir brauchen ja noch eine Rettungsinsel. Wir hatten hier eine an Bord, das war aber eine Tasche und diese Tasche liegt hier immer im Weg irgendwie. Das, was du am wenigsten an Bord hast, ist Platz und diese Tasche hat halt eine Menge Platz weggenommen. Also haben wir gesagt, wir nehmen eine neue Rettungsinsel. Die andere war sowieso weit drüber über dem Verfallsdatum, ich glaube seit 14 Jahren nicht mehr gewartet. Und da brauchst du wahrscheinlich dann auch nicht versuchen, irgendwas hinzukriegen. Also neue Rettungsinsel. Die gute Rettungsinsel, zeige ich euch mal, sieht so aus. Die soll jetzt dahin. Haben ja ganz viele so. Wollte ich jetzt auch so machen. Dieses Teil von oben her, Schrauben mit Sikaflex und diesen kleinen Gewindeschrauben. Nee, diese Teile, die kommen da jetzt so oben drüber, beziehungsweise so. Und dann schrauben wir das von oben fest und mit Sikaflex wird das befestigt. Sollte eigentlich funktionieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten sieht, ach so, also hier haben wir jetzt versucht, darunter ist ja der Dreck von 14 Jahren oder weiß ich was. Jetzt glaubt ja nicht, wie das aussieht darunter. Wollten wir sauber machen. Dann kann man das Kaffee trinken dazwischen. Wir haben nur so halb angefangen. Guck mal hier. Da müssen wir jetzt warten, bis der Gel guckt, wann fertig ist. Aber ansonsten sieht die Azubu jetzt schon von hier oben richtig gut aus. Moni ist aber immer noch so, Moni findet immer noch was. So, hier zeige ich euch das mal. Vom Gelbkuck mal. Ne? Erstmal. Hier. Ich hoffe, das kann man sehen. Hier hatten wir so zwei Stellen, das war total gerissen gewesen und das hatte ich ihm mal gezeigt gehabt und da hat er gesagt, das ist Ruhe geworden, das hat sich gelöst, die Schichten haben sich voneinander gelöst und deswegen war das hier so gerissen. Das hat er jetzt heute ganz groß ausgeschliffen. Und hier erstmal grob gespachtelt. Und dann kommt er morgen nochmal wieder und dann will er das finishen. Schauen wir mal, wie es aussieht morgen. Ist aber eigentlich ein guter. Hat schon ein paar Sachen hier bei uns am Boot immer mal gemacht. So sieht es ein bisschen von der Entfernung aus. Morgen geht's weiter. Mit G-Code. So, jetzt erstmal an die Rettungsinsel hier. Ganz gut aus. Auch nicht schlecht hier, ne? Kann man auch ein bisschen festmachen. Und hier haben sie gute Versicherung. Jedenfalls überlege ich dann manchmal so, kannst du vielleicht noch aufheben, braucht man vielleicht noch. Moni sagt natürlich, meine Güte, was soll man alles aufheben, hat sie ja auch echt. Aber wie es denn so ist, ich bin mir sicher, heute hatte ich so einen Teil schon mal in der Hand, weggeschmissen. Jetzt brauche ich es.
Also gehe ich jetzt erstmal Container. Kann man so lassen. So, das habe ich hier gerade gesehen. Da ist so ein kleiner Nipsel. Kann man abschließen, die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Wenn du das vergisst aufzuschließen und du das Ding brauchst, findest du dann den Schlüssel? Möchte ich noch bezweifeln. So, Moni's an Bord. Ja. Jetzt schaut mal hier. Ich mache es sauber. Doch noch lekkerder. Het is weer mega week bij Holland & Barrett. Nu drie halen en maar één. Ik was niet. Deze week zelfs keuze. So, letzte Latte. Die Latten hatten uns gefehlt. Das ist ja ein neues Segel. Haben wir neu gekauft und die Latten waren nicht dabei. Ich habe das Segel letztes Jahr abgeholt. Das kam aber so spät. Da war das Boot schon an Land und konnten wir das Segel nicht aufziehen. Und vor ein paar Tagen haben wir ja abends die Segel aufgezogen und dabei haben wir festgestellt, dass die oberen Teile, diese schwarzen, seht ihr jetzt gleich nochmal, wenn es da reingeht, gefehlt haben. Und die haben wir jetzt bekommen. Heute passt das vom Wetter her und jetzt kommen noch die Latten in das Segel rein. Und dann sind wir segelmäßig, also von den Segeln selber her, erstmal durch. Thema auch wieder erledigt und ein Haken dran. So. Nicht rausfalten.
Das neue Technik hier mit dem Hochziehen. Kannte ich so auch noch nicht. Ja, aber mir ist das nicht im Wege. Musste mir Johann erstmal zeigen, wie es funktioniert. Aber coole Sache. Ich überlege beim alten Segel, was das immer für eine Frickelei war, das da reinzukriegen. Da ist das hier jetzt schon easy going. Hoffentlich bleibt es auch so. Aber jetzt werden wir die Segel so häufig nicht mehr runternehmen. Da wir ja jetzt dauerhaft unterwegs sein werden. So, jetzt noch einmal das Schnürchen da hoch. Dass es nicht hier rumhängt. So. Oh, das war schon fast ein bisschen viel. Da müssen wir noch mal ein wenig zu weit gezogen. Erledigt. So, das sind die schönen Momente hier in Holland. So, Segelleiten sind ja drin. Und letzte Projekt. Und das letzte Projekt ist das Wechseln von unserer Lichtmaschine. Hatte ich glaube schon mal gesagt, ist auf dem Weg von Hannover, wie wir das Boot im letzten Winter in Hannover hatten, hierher kaputt gegangen. Und jetzt bauen wir auch gleich eine größere ein, 550 Ampere, da ist glaube ich eine 60er, glaube ich, drin oder 80. Eigentlich sind es 1, 2, 6, 7 Schrauben, die gelöst werden müssen. Zwei Scheiben wechseln, die Lichtmaschine wechseln, ein paar Kabel wechseln. Easy going, schnell gemacht, keine Stunde. Jetzt habe ich mir erstmal einen Schlagschrauber geliehen aus der Werkstatt hier im Hafen. Und jetzt bin ich gerade wiedergekommen und habe gesehen, dass Moni auch wieder da ist im Einkaufen. Und die Dame möchte ihr Getränk haben. So kann man es auch machen, ne? Ich bin auf den Knie und Schätzelein liegt in der Sonne. So ist das nochmal. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, wäre ich auch ein Mädchen. Ist sie los? Tschakka! Sie ist los. Da sagt immer wieder Moni, sagt ja, ich habe viel zu viel Werkzeug an Bord. Was sagt das wieder? So ein Ding habe ich nicht. Was ist, wenn ich das jetzt nicht hätte geliehen, würde ich hier noch 5 Stunden sitzen und versuchen, diese dämliche Mutter loszukriegen. Aber jetzt, weiter geht's. Letzte Projekt im Übrigen. Letzte große Projekt. Mir fällt dann zumindest nicht mehr. Ein, Kleinigkeiten gibt es immer noch. Ne? Gibt immer noch so ein bisschen, aber das ist das letzte große Projekt. Wie ich diese Lichtmaschine getauscht habe, können wir eigentlich los. Nachdem wir noch mal ganz kurz aufgeräumt haben. Die hier. Das ist die alte. War gar kein Thema. 4 Schräubchen löst. Fiel schon von alleine ab. Neue Scheiben, Riemenscheibe drauf. Kann auch mal einfach sein. So, was haben wir denn hier?
Wieder neigt sich ein Tag dem Ende entgegen. Heute ist Dienstag, 17. Mai. Die Hoffnung, dass ich die Lichtmaschine heute reinkriege und die verbinden kann, hapert wieder an einem Teil, was nicht gekommen ist. Muss ich jetzt drauf warten. Ist jetzt das Letzte, was wir machen müssen. Dann können wir eigentlich los. Alles andere, was dann da ist, ist noch so Kleinkram. Aber es hapert wieder in einem Teilchen, was noch nicht da ist. Aber immerhin sind die Segel fertig. Segelleiten sind drin. Gestern habe ich den Cockpit-Tisch mit der Navigation endgültig fertig gekriegt. Das lag alles nur so lose da drauf. Habe ich gestern gemacht. Ist auch Mörder geworden, zeige ich euch bei Gelegenheit. Und ich hoffe, dass ich jetzt morgen die Lichtmaschine zu Ende fertig kriege, dass wir noch eine Probefahrt machen können, um die Instrumente noch zu kalibrieren. Und dann sind wir eigentlich abfahrtbereit. Aber Moni meint, machen wir morgen. Die ist jetzt gerade am Abendessen machen. Irgendwas Schönes. Ich glaube, Spaghetti gibt es heute. Und ich genieße jetzt hier mit einem Radler den Abend. Ist ja auch nicht ganz so schlecht hier, wenn man das so sieht. Von daher würde ich sagen, tschüss.